Wo ist das Kunst? So. Wo war eine Message drin? Balenciaga, Roli, Moli, kann ich nicht mehr hören. Der Bratan bleibt der gleiche. So Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Sehr wichtiges Video. Und zwar geht es darum, um Beast Kitchen mit Little Shrimp. Wir haben gestern eine Folge hochgeladen und dementsprechend auch wieder runtergenommen. Ich habe die Kommentare fleißig verfolgt, weil ihr mir wichtig seid. Und ich habe gemerkt oder bemerkt, dass die Message, die ich eigentlich im Kopf hatte, nicht so angekommen ist oder rübergekommen ist, wie sie eigentlich rüberkommen sollte. Das ist dieses typische Thema Sender und Empfänger. Ich habe wirklich die Kommentare mir durchgelesen und dann habe ich mir angefangen, wirklich kritisch zu hinterfragen, was ist da los, was ist da genau passiert. Ich habe mir die Folge zweimal, dreimal, auch viermal angeschaut und bin dann zum Entschluss gekommen, dass ihr mich so wahrgenommen habt, wie ihr mich eigentlich nicht kennt. Leute, die mich regelmäßig zuschauen, die wissen, dass ich wirklich bei Beast Kitchen immer eine Message rausgebe, eine positive Message. Leider ist das bei der gestrigen Folge völlig daneben gegangen und das war dann auch letztendlich der Entschluss, warum ich gesagt habe, ich nehme die Folge erstmal runter und gebe hier eine Erklärung für euch ab, wieso, weshalb, warum. Wie gesagt, ich habe mir wirklich sehr viele Kommentare durchgelesen und da waren so zwei meistgestellte Fragen oder Kritikpunkte von euch, die so die Kommentare überschattet haben. Und zwar erstens, warum machst du den kleinen armen Jungen so fertig? Der ist doch erst 15 Jahre alt. Und die nächste Frage ist, warum gehst du nicht so kritisch mit anderen Rapper oder Gästen, die schon bei mir waren, damit um, wie zum Beispiel Manuelsen Massiv, oder warum ladest du nicht einen Farid Bang ein und so weiter und so fort. Rap für mich ist ein sehr emotionales Thema, gerade jetzt in der Zeit, wo ich jetzt Vater bin. Ich habe einen 19-jährigen Sohn, zwei kleine heranwachsende Shababs und Banats noch und das bereitet mir immer wieder Sorge. Deutschrap in den letzten 2 bis 3 Jahren stellt wirklich nur noch so, wie ich das beobachte und bemerke, immer nur diese materiellen Dinge im Vordergrund und so die gewissen echten Werte gehen einfach verloren. Jeder kann oder ich gönne es wirklich vom Herzen, wenn er dafür hart gearbeitet hat oder auch gehustelt hat. Ich gönne ihm seinen Ruhm, seinen Luxus wirklich vom Herzen. Aber die Frage ist im Leben, was ist wichtig? Was sollte im Vordergrund stehen? Für mich persönlich, da sage ich euch, so, was sollte im Vordergrund stehen? Familie, Freunde, Absicherung, ein gewisses, sicheres Gefühl für die Zukunft. Was kann ich der Jugend mitgeben? Irgendwo sind das ja auch, irgendwo auch alle Vorbildsfunktionen. Und da appelliere ich wirklich auch immer wieder an meine Gäste und verdeutliche auch wirklich tipp und klar meinen Standpunkt zu gewissen Themen. Schaut mal. Es ist für mich schwer und nicht nur für mich, es ist, da muss man einfach nur rational denken, was soll ich einen erwachsenen Mann, ja, der vielleicht auch schon 2, 3 Kinder hat und der auch 5, 10, 20 Jahre lang im Rap-Geschäft ist, was soll ich denn da so mit Kritik vorwerfen? Der wird mir nicht sagen, ey, ich bin erwachsen genug, was willst du mir sagen? Lass mich machen, was ich will. Aber okay, das habe ich schon geschaut. Ich weiß, ich kann dir nichts Großartiges dazu sagen. Aber was ich machen kann, ich lebe einen anderen, oder ich lebe nicht einen anderen, ich lebe meinen gewissen Lifestyle vor, indem ich als erwachsener Mann in die Küche gehe und sage, ey Leute, schaut mal, es ist kein Problem, wenn wir Zwiebel hacken oder wenn wir ein bisschen Lauch schneiden. Es ist nicht verkehrt, als erwachsener Mann in die Küche zu gehen und zu kochen. Und ich denke, da hat Beast Kitchen seine Früchte getragen und wir sehen langsam, wie sich die Deutschrap-Szene wandelt. Zu Little Shrimp. Armer Junge, 15 Jahre alt, wie kannst du denn so fertig machen? Schaut mal, wir haben im Vorhinein miteinander geschrieben, wir haben stundenlang telefoniert. Bevor wir die Beast Kitchen Folge abgedreht haben, war sein Vater mit dabei. Wir haben alles nochmal ordentlich durchgesprochen, was auf den zukommt und so weiter und so fort. Ich verstehe auch, jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das Video so anschaue, und ich schaue mir wirklich auch die Videos immer nur bei Release an. Ich verstehe, dass ich nicht so sympathisch rübergekommen bin, wie ihr mich eigentlich so gewohnt seid. Aber ihr kennt mich auch nicht aus der privaten, aus meiner privaten Seite. Wenn mir was am Herzen liegt und wenn mir was wichtig ist, dann bin ich auch mal lauter, rauer oder auch offensiver. Und das war auch der Fall bei Little Shrimp. Ihr fragt euch, warum hast du den armen Jungen so fertig gemacht mit 15? Ich sage euch ganz tipp und klar, warum. Ich sehe in diesen Jungen Hoffnung, wirklich, ich sehe in diesen Jungen Hoffnung. Er ist jetzt 15. Ich kann jetzt mit denen reden,
Weil ich denke, 5 Jahre später wird das auch einer der Rapper sein, wo ich nicht mehr viel großartig darauf ansprechen kann. Er wird mir auch sagen, hör, ich bin 20, ich habe einiges erreicht, was willst du mir erzählen? Ich kenne das. Und von daher war mir das wichtig, den damit zu konfrontieren und das auch zum Thema machen bei Bee's Kitchen. Leider ist die Message nicht so rübergekommen, wie sie rüberkommen sollte. Aber ich bin mir sicher, zu 1000%ig, dass Little Shrimp in diese 30 Minuten Bee's Kitchen auch enorm für sich persönlich was mitnehmen konnte und er auch eine Persönlichkeitsentwicklung dadurch mitnehmen kann von der Folge Bee's Kitchen, was passiert ist. So. Und da bin ich mir zu 100%ig sicher, dass das so ist. Und wie auch zum Schluss der Folge, wie ich das erwähnt hatte, für die Leute, die zugeschaut haben, und das sage ich auch jetzt hier nochmal, ich ziehe vor dem den Hut. Er wusste ganz genau, was auf den zukommt. Ich habe ihn unter seine Kommentare kritisiert. Er hat gesagt, ey Onkel, ich stimme dir dazu, ich komme vorbei, lass uns darüber unterhalten. Ich habe ihn darauf hingewiesen, was auf den kommt. So werde ich das ansprechen. Er hat gesagt, ich stelle mich dafür, ich bin dafür bereit. Und dafür hat er meinen vollsten Respekt und ziehe vor denen den Hut. Und jetzt kommen wir auch wieder zu dem anderen Thema. Warum kritisierst du nicht andere Rapper damit, die schon erwachsener und länger im Game sind? Ihr wisst gar nicht, wie viele Rapper ich schon mit denen telefoniert habe oder die haben angefragt, ich will gerne Bee's Kitchen kommen und so weiter und so fort. Ja, gar keine Frage, ein cooles Ding, bin ich auch dafür. Aber bitte rechne damit, dass ich dir auch 1, 2 kritische Fragen stellen werde. Und sobald das kommt, dann sagen sie, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und dann ist das nicht mein Ding oder mein Fehler, sondern da seht ihr oder solltet ihr euch selber hinterfragen, warum ihr gewisse Künstler nicht bei mir seht. Versteht ihr? Und die Props gehen wirklich an Little Shrimp raus. Er wusste ganz genau, was auf den zukommt. Und er ist irgendwie in den Gehege von den Gorilla reingekommen und hat sich da tapfer geschlagen. Finde ich super. Letztendlich habe ich mir wirklich eure Kommentare durchgelesen und auch zu Herzen genommen. Und wir haben viel telefoniert. Es war eine lange Nacht, wirklich eine sehr, sehr lange Nacht. Wir haben viel telefoniert mit Little Shrimp, seinem Dad. Und natürlich auch mit meinem Team. Und wir haben uns dazu entschlossen, die Folge rauszunehmen und auch neu zu drehen. Und viele sagen, Charo, du warst nicht auf Augenhöhe. Ich verspreche euch, ihr bekommt eine Folge auf Augenhöhe, so wie ihr den Charo gewöhnt seid. Ich habe ihn als einen kleinen Bruder, vielleicht war auch so ein Vatergefühl da, wo ich dem was mitgeben wollte. Und ich sag mal so, wenn man das jetzt alle auf sich selber bezieht und reflektiert, wenn ihr früher Scheiße geborgt habt oder ich sag mal, ein Fehlverhalten, eine Pose gemacht habe und dein Bruder holt dich mal ran und sagt, komm mal her, wir müssen mal reden, dann ist da auch ein bisschen rauerer Ton, ein bisschen offensiverer Gestik, damit das verständlich gemacht wird. Es wird eine neue Folge abgedreht mit Little Shrimp, wie gesagt, die kommt am Sonntag, schaut euch die an, Mittwoch kommt der Vlog, knallt jetzt die Kommentare voll und Assalamu alaikum.